Es herrscht schon irgendwie eine verdächtige Ruhe an den Märkten. Dünne Umsätze, irgendwie eine ganz dünne Nachrichtenlage, kaum Konjunkturdaten in dieser Woche und die US-Berichtssaison ist auch weitgehend abgefrühstückt. Da kommen jetzt noch die allerletzten Ausläufer, die allerdings jetzt nicht mehr wirklich so die Leute hinterm Ofen vorholen. Und das ist jetzt sozusagen eigentlich eine Situation, wo natürlich Nachrichten eine größere Rolle spielen können angesichts dieses Vakuums, das wir derzeit haben. Dementsprechend steht eben auch der Handelskrieg im Vordergrund. Und wir hatten gestern ja die Meldung, Obst könnte sein, dass das Treffen zwischen Trump und Xi Jinping erst im Dezember irgendwann stattfinden wird. Und das ist insofern überraschend, als beide Verhandlungspartner, nämlich die Amerikaner und die Chinesen, eigentlich damit rechnen mussten, bis zum 18. November einen Deal fertig zu haben. Denn da sollte ja der APEC-Gipfel in Chile stattfinden, der dann abgesagt wurde. Also beide Seiten mussten davon ausgehen, dass man letztendlich bis zu diesem Termin fertig sein muss. Jetzt stellt sich heraus, die Dinge werden wohl etwas schwieriger als gedacht. Und eines ist auffällig, nämlich die verdächtige Ruhe, warum sich die Amerikaner zu den Forderungen der Chinesen nicht äußern, die ja sagen, wir wollen die Abschaffung der angekündigten Zölle, jetzt etwa die für Mitte oder ab Mitte Dezember eintretenden Zölle, und wir wollen einen Teil oder die ganze Abschaffung der bestehenden Strafzölle seit dem Handelskrieg, der ja im März 2018 begonnen hatte. Also die Amerikaner äußern sich dazu nicht, sondern die fragen sich nur, ja, wo könnten die sich beide denn mal treffen? Und hier ein Kommentar auf Finanzmarktwelt, der das sehr schön auf den Punkt bringt. Der sagt hier, warum äußert sich eigentlich niemand zu den Forderungen von China? Stattdessen wird immer nur was von Orten geredet, wo der Deal unterzeichnet werden kann. Schweiz, Schweden, jetzt der NATO-Gipfel in der Überlegung 3. 4. Dezember in London. Warum soll Xi Jinping zum NATO-Gipfel reisen, möchte man sich fragen. Also werden die Zölle fallen, denn wenn die Forderung im Raum steht und dazu keine Stellungnahme erfolgt, stattdessen aber an der Zelebrierung der Unterzeichnung festgehalten wird, dann scheint die Sache wohl gelaufen zu sein. Anders kann ich mir bei der aktuellen Datenlage die Dinge nicht vorstellen. Eine mögliche Interpretation, alles gut, wenn die Amerikaner gar nicht auf die Forderung reagieren der Chinesen, dann ist es ein Zeichen, dass der Deal eigentlich schon unterschriftsreif ist. Naja, die Erfahrung aber zeigt, die Vergangenheit zeigt, dass das eigentlich eher ein Symptom ist, dass beide Seiten wieder einmal aneinander vorbeireden und dass die westlichen Medien, die angelsächsischen Medien, die Dinge eben aus Sicht der Trump-Administration darstellen, die meinen, kein Problem, kriegen wir hin. Während die Chinesen eben sagen, ja, was ist jetzt mit unseren Forderungen? Und wenn die nicht erfüllt werden, dann werden wir Phase 1-Deal nicht unterzeichnen. Das wurde ja klar kommuniziert. Ich hatte hier gestern und diesen Artikel gezeigt in der Global Times, wo genau das ganz klar gefordert wird, ohne diese Abschaffung, zumindest teilweise Abschaffung der bestehenden und der klaren Absage kommender Zölle wird es keinen Phase 1-Deal geben. Nun sagen aber andere, die das ein bisschen konträr sehen, die sagen, das ist zu ruhig, das ist eine verdächtige Ruhe, das ist sozusagen eine schuldige Ruhe oder eine schuldbewusste Ruhe. Hier sagt man, die Gemüter oder die Stimmung am Markt ist jetzt ein bisschen gedreht von neutral, du bist leicht negativ, vorsichtig, weil die Amerikaner schlichtweg zu lang brauchen, um auf die Forderungen Chinas zu reagieren. The silence indicates something is wrong. Die Stille zeigt an, dass da möglicherweise was faul ist im Gelände. It's like the silence you get in class. Es ist die Stille, die du manchmal hast in einem Klassenzimmer, wenn du weißt, dass einer die Brille des Lehrers versteckt hat. Alle wissen, wer die Brille versteckt hat, aber keiner es sagen will, so eine Art schuldbewusste Stille. Also das sind die zwei möglichen Interpretationen. Der eine sagt, ist doch ein gutes Zeichen, wenn die Amerikaner gar nicht auf die chinesischen Forderungen eingehen. Der andere sagt, das ist gefährlich, ich neige zur zweiten Auffassung. Schauen wir uns noch ein paar Dinge an, die vielleicht interessant sind. Wir hatten gestern ja die Verschiebung zumindest des Treffens, die wahrscheinliche Verschiebung des Treffens. Hier sehen wir die Market Implied Odds of a US-China Trade Deal, also die Wahrscheinlichkeit eines Deals zwischen den USA und China ist dann gefallen. An den Märkten wurde das ja teilweise auch eingepreist. Wir haben grundsätzlich die Situation beim Fear and Greed Index, dass wir nach wie vor bei 88 sind. Gestern waren wir bei 89. Wir sehen auf der einen Seite Gier und totales Zutrauen der Investoren. Auf der Oberseite hier sehen wir die CEOs und CFOs, die so skeptisch sind wie seit Jahren nicht mehr. Also die Insider in Firmen sind skeptisch, die
Investoren sind euphorisch, da passt vielleicht was nicht zusammen. Und wir haben gestern die Produktivität gehabt in den USA, die so stark abgewichen ist von der Erwartung, wie seit 2016, nicht mehr zweitstärkste Enttäuschung, was die Erwartung betrifft seit dem Jahr 1999. Und es liegt vor allem daran, dass die Arbeitskosten massiv gestiegen sind um plus 3,1%. Und möglicherweise hat das eben auch mit den Zöllen zu tun, mit dem Handelskrieg zu tun. Wir haben jetzt also die Situation, dass wir das schwächste Earnings Growth haben, also die schlechteste Gewinnwachstum seit in 3 Jahren, aber gleichzeitig haben wir die Arbeitskosten, also die Stunden, die Kosten der Unternehmen pro geleisteter Arbeitsstunde auf einem 5-Jahres-Hoch. Das passt hervorragend zusammen. Schauen wir uns aber jetzt mal die Charts an, hier von Capital.com. Wir sehen hier den S&P 500 3073. Es gab vorhin so einen Schnappball nach oben. Hier ist es ein 30-Minuten-Chart, den ich Ihnen hier zur Darstellung bringe. Und wir schauen uns den Dow Jones an 27.457, also wenig Veränderung, die asiatischen Märkte wenig verändert. Man fragt sich, was ist jetzt da los eigentlich zwischen den USA und China? Der Nasdaq bei 8.196. Der Dollar hatte zulegen können, das sehen wir hier. Der Euro war ja im Bereich 1,1170, ist daran gescheitert. Jetzt sind wir eine dicke Etage tiefer, 1,1060. Also deutliche Dollarstärke, normal nicht gut für die Märkte, nicht gut für die in Dollar verschuldeten Emerging Markets, die ja zuletzt so stark gelaufen waren. Wir sehen, Gold hat sich jetzt so ein bisschen von dem Abverkauf erholen können, 1491, und wir sehen, The American Crude Oil nach überraschend gestiegenen Lagerbeständen gestern deutlicher unter Druck, $56.34. Verdächtige Ruhe, verdächtige Stille, die Complacency, die Vertrauensseligkeit der Märkte ist nach wie vor immens hoch, auch wenn wir immer mehr Signale, immer mehr Indikationen kriegen, dass da was faul ist zwischen den USA und den Chinesen, dass es eben nicht die Harmonie ist, dass die Chinesen den Preis hochtreiben wollen und die Amerikaner reagieren sozusagen auf das erneute Angebot der Chinesen eines Deals, der dann aber anders bepreist werden müsse, reagieren sie gar nicht, sondern überlegen nur, wo könnten wir uns eigentlich treffen. Das zeigt für mich, dass die Dinge hier wieder auseinanderklaffen, man wieder aneinander vorbeiredet. Und das ist ein schlechtes Omen, nach meiner Auffassung, gerade wenn Märkte so einseitig positioniert sind. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich wünsche einen wunderbaren Donnerstag und sage Servus und Ciao.